Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Metro. Ja, immer noch. immer noch bin ich auch krank. Aber ich will wissen, wie das. Ach du Scheiße, wie das hier weitergeht. Deswegen Scheiß aufs Kranksein. Ich muss hier weiterspielen. Und vor allen Dingen müssen wir unbedingt Munition für unsere AK finden. Und auch für unsere Schalldämpferwaffe. Was wahrscheinlich das größere Übel ist. Oh, kriegen wir ein bisschen was. Okay, gleich. Hier ist ja nur noch ein Medikit. Dankeschön. Gut. Gucken, vielleicht ist das Anna. Na, hier Leiter hoch. Wer ist diese Anna nochmal? Eine Geisel. Wir brauchen sie, um mit dem Orden verhandeln zu können. Achte nur darauf, dass sie eine Gasmaske trägt. Wenn sie infiziert wird, ist sie tot und nützt uns nichts mehr. Was machen wir denn mit ihr? Sperrt sie ein und behaltet sie im Auge. Mhm. Wenn irgendetwas passiert, rollt dein Kopf. Ich hole sie ab, wenn wir hier fertig sind. Anna. Wir werden die auf jeden Fall noch retten. Jetzt aber müssen wir erstmal durch das Blut kriechen? What the fuck? Was machen Sie da? Bitte, Sie dürfen uns nicht töten! Wir haben den Befehl von der Führung der roten Linie, die Epidemie zu stoppen. Und ihr seid alle infiziert. Ihr habt den Mann gehört. Wir müssen euch töten, um die Metro zu retten. Aber wir haben nicht einmal Fieber! Wir sind... Also... Wow! Kannst du denn gar nichts treffen? Nicht einmal aus dieser Entfernung! Unglaublich! Ach, was macht das schon? Der stirbt sowieso bald. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass er stirbt. Gib ihm den Rest! Alter. Oh, der ganze Stiefel mit Scheiße bedeckt. Hab ich ein Glück. Alles klar. Ha, da kann man jetzt nichts dran. Ich frage mich jetzt gerade einfach nur, warum hier im Lüftungsschacht Blut ist. Hier muss ja vor mir schon einer durchgekrochen sein. Ach du Scheiße. Also gehen wir jetzt? Nein, lass uns erst eine rauchen, die Hände zittern. Und ich komme mit dem Gedanken nicht klar, die Ladung zu löschen. Wenn wir uns Zeit lassen, Munition, ganz dringend. Da kann ich nichts gegen sagen. Es passt irgendwie nicht zusammen, wie schnell wir hier waren. Normalerweise kommen die Neuigkeiten. Was sind die Lampe? Prüfen sie, machen Pläne, geben Befehle. Das dauert eine Woche. Mindestens. Zwei Wochen mit Politikern. Also was? Wir waren hier an dem Tag, nachdem es losging. Die haben noch nicht einmal angefangen zu sterben. Ah, so ist das also. Ich kann die Lampe nicht ausmachen. Behalte das besser für dich. Macht für uns keinen Unterschied. Wir halten uns da raus, verstanden? Ja, natürlich. Alles klar, die haben also angefangen, in Anführungszeichen Infizierte zu töten. Ach komm! Da ist doch 100 Pro. Leck mich doch einfach. Noch Munition in dieser Kassette.
Wurfmesser haben wir ausgerüstet. Müssen mal gucken, ob da einer kommt, ey. Ach du Scheiße. Ich glaube, da vorne sind welche. Okay, das galt nicht uns. Hören Sie auf die Quatsch, Soldat. Wir haben zu wenig Leute zum Entladen. Also gehen Sie und holen Sie diese Feuerwehr zackig. Sie sollen in 2 Minuten am Lager sein. Los! Jawohl. Scheiße. Dieses Arschloch. Du bist doch hier das Arschloch, Mann. Komm, den schnappen wir uns. Mit einem Wurfmesser. Sehr gut, weil wir brauchen unbedingt die Munition, Leute. Das dürfen wir hier mal nicht vergessen. Problem ist, da hinten hockt da einer? Jetzt wäre es geil, wenn wir eine Sniper-Knarre hätten. Das hat keiner bemerkt. Leute, wir brauchen die Muni. Aber wir brauchen auch unser Leben. Wir haben ja nur eins. Den Typen erledigen wir, sobald er hier oben ist. Nein! Ich hoffe, das hat keiner mitbekommen. Ey, stell mich. Doch, das waren Ratten. Piep, piep. Ist das nur einer? Der ist eingeschlafen, ist ja süß. Oh Mann, Leute. Da ist noch einer. Um den kümmern wir uns gleich. Ja, also, was haben die denn Nützliches? Sind das nur die beiden? Der hat eine Aug. Sieht jedenfalls aus wie eine Aug. Ich weiß gar nicht, hatten wir die damals? Leute, wollen wir tauschen? Hä? Psst.
weiß gar nicht, wie sieht denn eigentlich unsere Maske aus? Oh, die ist neuwertig. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob wir zur AUG wechseln sollten. Können ja mal... Wo ist denn die? Da. Können ja mal gucken. Ja, die ist halt auch geil, ne? Wir nehmen die mal. Wir könnten jetzt hier hinten rein. Komm, wir gehen mal hier hinten rein. Hallo? Gibt's hier überhaupt irgendwas? Was hat die in seinem Tisch? Wir haben Gesellschaft! Keine Patronen? Oh, wie schade. Die scheinen alle arm wie Kirchenmäuse zu sein. In Ordnung, Genossen. Wo soll denn das? Schon wieder nichts. Die Luft ist rein. Du! Kein Anzeichen. Du siehst doch wenigstens mal was. Weiter! Na ja, wenigstens ist es es wert, mitgenommen zu werden. So eine Scheiße, ey. Müll. Wenn da doch nur ein paar Patronen wären. War eine super Idee, hier lang zu gehen. Wir werden ihn finden. Du entkommst uns nicht. Also, sollen wir nach ihm suchen? Nein. Ja, lasst uns gehen. Vergesst aber nicht, euch gegenseitig Deckung zu geben. Passt auf eure Ärsche auf. Das ist echt gruselig. So eine Scheiße, ey. Verdammt, wo könnte er sein? Er geht nicht, solange ich ihn noch nicht frage. Er braucht zu schreien, er wird ganz bestimmt nicht. Du von ihm. Er könnte ihn schlagen. Aber jetzt knallen wir ihn einfach ab. What the fuck? Was haben wir denn hier? Ich habe ihn unter dem... Das ist so eine Scheiße. So. Festgenagelt, ja? Sehe ich aber anders. Mein Freundchen. Können wir gleich mal die AUG ausprobieren? Wenn es denn die AUG ist. Die Verluste häufen sich. Mann, Valet! Sind aber auch Elite-Einheiten hier, ey, wirklich. Die Bodentexturen sind auch Elite-Bodentexturen. War's das? Hä? Lass mich runter! Ja, dann, danke, Ivan! Für diese Lehrstunde in How to be a russische Eliteeinheit. Wir haben viel gelernt. Wir haben viel gesehen. Wir haben viel gelacht. Und ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Show muss sein. Ne, so weit sind wir noch gar nicht. Aber wir sollten da schleunigst reingehen. Ich will bloß keine Munition verpassen. Und ganz heimlich kämpfe ich gegen Nisa. Aber der kommt jetzt. Nee, kommt er nicht. Kennt ihr das? So eine Scheiße. Das habe ich mir extra fertig gemacht für Nisa.
Ah, ich merke, der sitzt noch drin. Nein! Ach du Scheiße. Alles klar. Hi. Oh Scheiße, ey. Was haben wir denn hier? Hä? Hauptmann Chavin wurde getroffen beim Sturm auf die Kolzewaja. Ich bin den Infizierten hinterher. Eine offene Wunde. Tja, es ist offensichtlich, wie das ausgeht. Ich glaube, Sie wissen, was getan werden muss. Was? Mich einschläfern wie einen übergroßen Götter? Ich bin ein Soldat. Ich habe Befehle befolgt. Sie schulden mir eine Patrone. Wie Sie wollen, Hauptmann. Wie seltsam, er hat geschossen. Scheiße, der Schlafmangel macht sich bemerkbar. Also, ich kann hier auch weit gucken, aber ich kann auch von weitem gesehen werden. Irgendwie, ich glaube, das ist eine Falle. Was für eine Qual. Noch zwei weitere Stunden hier rumstehen. Gut gemacht, alle zusammen. Leute. Die nächste Aufgabe ist der zweite Sektor in der Station. Los! Jawohl! Alter, was haben die hier gemacht? Was für ein Leben. Die haben mit Puppen gespielt. Da kommt einer. Verdammt, es ist kalt hier. Der ist eingeschlafen. Zum Glück. Alles klar? Ey Leute, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Die haben die hier abgeschlachtet ohne Ende. Und wir hätten hier so eine Pfeilpistole. Auch mit Luftdruck. Da überlege ich gerade, ob wir die mitnehmen. Ach du Scheiße. Können wir hier noch was retten? Ja, ein bisschen Geld, ja. Da wäre Muni gewesen, wenn wir mit der Schrotflinte viel unterwegs wären, aber... Ja, vielleicht können wir hier durch. Alter, ist das krank hier. Die fackeln ja alles ab. Scheiße, Mann. Ich überlege, ob ich mir die krallen soll. Oder lieber nicht. Was? Scheint so, als ob... Jemand... Oh, oh. Hey, Leute, jemand hier? Ach komm! Alarm! Sie sind hier! Verdammt! Blöde Scheiße! Hat ihn jemand gesehen? Nein!
Und seid vorsichtig. Die Luft scheint hier rein zu sein. Also gut. Die Luft ist hier vorsichtig. Genau. Geben wir uns gegenseitig den Kuss. Scheiße, Mann. Hallo? Ruhig bleiben, Genossen. Ich hoffe, der Pavel? Wie wäre es mit dieser Stelle? Verpflegt. Ich glaube, die sind nur unten. Spiel doch jetzt nicht Gitarre, du Spinner. Fuck, Alter, wo geht's hier weiter? In Ordnung, Genossen. Rücken wir ab. Schön langsam. Was ist los? Die Luft ist rein. Du? Kein Anzeichen. Hier oben kommen wir nicht weiter, Leute. Weiter. Ruhig, lasst euch nicht blicken. Hier geht's auch nicht weiter. Mach die Lampe aus! Feind! Schnappt ihn euch! Der geht nirgendwo hin. Den finden wir noch. Granat! Rett die Granat! Suchen wir ihn. Hier geht's runter. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Da bin ich so nervös, habe ich gegen das Mikro gehauen. Oh Mann. Rücken wir ab. Hey du, Kapitalist, ergib dich, dann kommst du vor das Revolutionsgericht. Selbst der andere muss lachen. Ja. Wie läuft es denn so? Die leuchten da alle rein, ey. Wir kriegen ihn bestimmt. Ich glaube, das ist intelligenter, die jetzt von oben auszuschalten. Hat ihn jemand gesehen? Das sind aber viele. Alter, das sind richtig viele. Aber wir haben ja auch Granaten. So Leute, alles klar, komm dann jetzt nach meiner Taktik. Ich sagte ja nach meiner Taktik. Lüfte häufen sich. Einer von uns hat es erwischt. Runter. Scheiße, Granate. Blöder Wichser. Entschuldigung. Das Ladesymbol sagt mir oder suggeriert mir, das war's. Kommen wir da durch. Ey, klopft fast nicht, ne? Doch. Ich finde, wir sind ganz gut durchgeschlichen. Also, ne, so wie wir halt immer schleichen. Alter! Au, au, au! Kamerad Lesnitsky, die Operation schreitet wie geplant voran und wird innerhalb einer Stunde abgeschlossen sein. Lesnitsky. Das Experiment war erfolgreich. Wir müssen das General Korbus melden. Machen Sie das? Jawohl.
Was ist mit der Truss? Lesnitsky hat sie gebracht. Er sagt, sie sei eine Geisel für Verhandlungen mit dem Orden. Obwohl wir alle wissen, welche Art Verhandlung die führen. Ich habe nur Lesnitsky gehört und seitdem verspüre ich so einen Drang, jemanden abzuknallen. Scheiße. Wir sollten wirklich gucken, dass wir hier ein bisschen schleichen. Wir sind sichtbar. Geht mit dir! Scheiße. Was? Scheint so als ob jemand. Da war kein Geräusch. Na, das ist wohl nur meine Fantasie gewesen. Ja, ja. Dass ich mir jetzt eine Erkältung eintrage. Die gute alte Fantasie. Front ist das hier nicht, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass mich gleich eine Kugel trifft. Mann! Mir kommt das jetzt genau. Ich hoffe, du schützt uns vor dieser Scheiße. Das ist gar nichts. Wenn ich die Scheiße auf einen Lippen. Alter! Verbrennt ihn auf! Mehr! Verbrennt alles! Einen Spion fangen! Ja! Das wäre gut. Ich bin es leicht, Wache zu schieben, während die anderen befördert werden. Leute, wohin? Alter, jetzt hätte ich beinahe eine Dings. Hier ist ja so langweilig. Hey, was zum Teufel war das? Seltsam. Wie, was war das? Da war doch nichts. Scheiße, ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfange. Scheiße, Mann. Leute, ich weiß nicht wohin. Was zum Teufel? Bein eingeschlafen oder was? Verdammt. Ist das nur einer? Das ist nur einer. Alles klar. Alter, das... Alter! What the fuck? Wer ist da? Scheiße. Entweder drehen meine Ohren durch oder da draußen ist jemand. Da ist keiner. Sind wohl deine Ohren. Krasse Scheiße, Leute. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde aufnehmen. Aber ich kann jetzt nicht aufhören. Oh, bitte, bitte halt. Na! Scheiße! Alter! Ich schlage nach! Volle Deckung, Kameraden! Hab ich den? Fuck! Wen schießen die? Auf
was schießen die? Oh, guck mal. Mit Schalldämpfer? Das ist nicht schlecht. Okay, Leute. Ich bin jetzt von meinem Plan, hier irgendwie ungesehen durchzukommen. Bin ich jetzt, und das wird euch jetzt überraschen. Bin ich jetzt erstmal weg, hin zu dem Plan durchzukommen. Irgendwie. Scheiße. Was hat der denn für eine Waffe? Ist das die AK wieder? Ist er gar nicht. Die wissen auch nicht, wo sie hinschießen sollen gerade, habe ich das Gefühl. Ich weiß es aber auch nicht. Scheiße, Mann. Ist das die AK? Das ist die verfluchte Hölle, wo wir hier gelandet sind. Oh, Mann. Ah, ah, ah. Fuck. Wo bist du? Wie, was verdammt? Ich hab dir in den Kopf geschossen. Laut Drehbuch müsstest du jetzt fallen. Kleiner Mortal Kombat Insider. Scheiße, ich seh nix. Sind die tot jetzt? Würde ich auch sagen, wenn ich tot wäre. Ne, ne, warte mal. Ja, die Waffe ist schon ganz cool. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass die AK deutlich mehr Bums hatte. Scheiße, Mann. Okay, wir haben... alles voll. Ich weiß, wir brauchen einen neuen Filter. Machen wir gleich. Ich muss nicht alles looten, ich muss bloß Filter looten. Und rausfinden, wo es hier weitergeht. Komm schon, Semi. Denk nach. Eindringling! Stehen bleiben, sonst schlägt sich hier die Kehle auf. Das tust du nicht. Du bist also wegen Anna gekommen. Sehr heldenhaft. Wow! Warum hast du das getan? Nein! Wir müssen zur Polizei weiter! Da ist die Hanse! Ah, komm! Unsere Männer!
Scheiße! Verstiegen wäre eine echte Schande! Alter! Anna! Wir brauchen hier zwei Masken! Anna! Die Puzzlestücke setzen sich zusammen. Und das Bild, das sich daraus ergibt, ist schrecklich und unglaublich. Ich erzähle den anderen davon, kann es aber selbst kaum glauben. Die Roten haben die Oktyabrskaja, eine friedliche Station voller Bewohner, die völlig ahnungslos waren, mit einem unbekannten, tödlichen Virus infiziert. Und dann haben ihre Aufräumtrupps die Station unter dem Vorwand betreten, sie vor der Epidemie zu retten, und jeden eliminiert, den sie konnten. Frauen, Kinder, alte Leute, um zu verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet. Und wenn das alles wahr ist, dann könnten Anna und ich auch infiziert sein. Wir wurden nicht getötet, wissen aber nicht, wie lange wir noch überleben werden. Alter, ob das falsch war zu schießen? Ich wollte nicht, dass er Anna tötet. Ich habe das Gefühl, dass alles bald zu Ende ist. Wir werden diesen Krieg nicht überleben, Artyom. Anna. Niemand wird das. Ich fühle mich wieder einsam, wie damals, als ich ein Mädchen und Vater unterwegs bei einem Einsatz war. Nichts um mich herum. Leer und kalt. Als wäre ich nur ein Funke des Feuers, der davonfliegt und dann verschwunden ist. Es fällt mir schwer, dir diese Dinge zu sagen, Artyom. Aber ich möchte spüren, dass ich lebe. Anna? Berühre mich. Nun, mit euch scheint alles in Ordnung zu sein. Glückwunsch, ihr jungen Leute. Du, Artyom, kannst gehen, während du, Anna, noch etwas bleiben musst. Wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass du hier bleiben kannst, oder? Na, worauf wartest du noch? Geh! Geh, Artyom. Ich finde dich, sobald die damit fertig sind, mich zusammenzuflicken. Okay. Pass auf dich auf, Anna. Komm her, Schatz. Guck nicht dahin. Was ist denn da, Papa? Nichts. Alles in Ordnung. Guck nur nicht hin. Ach du Scheiße. Wann können wir denn Wer ist das? Kannst du sein Gesicht sehen? Als wenn... Es sieht nach der achten Kiste aus. Ja, es ist die achte. Zemetsky, Juri. Alter, was ist das für ein Virus, Mann? Ich schwöre es. Hey, irgendjemand da? Ich bin da. Hey, wo ist meine Frau? Ich kann dir nicht helfen. Was mache ich denn jetzt? Was soll ich machen? Sie können nicht in die Station gehen. Gehen Sie durch das Labor. Alles klar. Ich weiß, so also, ich bin nicht mehr in Schuhe, um die Maske zu erinnern. Nein, das weiß ich. Perfekt. Alter Schwede. Das erinnert mich daran, wie der erste Teil angefangen hat, ne? Da waren ja auch voll viele im Lazarett wegen den Schwarzen. Konnten Sie den Überträger isolieren? Du darfst da nicht rein. Das ist eine Gefahrenzone. Okay. Aber es ist nutzlos, ihn zu kultivieren. Er ist jetzt im Grunde nicht virulent.
ohne den ursprünglichen Erreger. Doktor, Sie wissen, dass ich kein Mediziner bin. Bitte erklären Sie es. Entschuldigung, Herr Oberst. Dies sind die Fakten. In den ersten zwei Tagen lag die Sterblichkeitsrate bei 95%. Am dritten Tag sank sie auf 25%. Heute haben wir nur zwei Neuinfektionen. Beides leichte Infekte mit guter Aussicht auf Genesung. Wissen Sie, Moskau war nie ein natürlicher Lebensraum für das Virus. Und in seiner wilden Form bleibt es viel länger gefährlich. Und was bedeutet das jetzt alles? Es ist kein normales Virus. Es ist ein waffenartiges Virus, das gezüchtet wurde, um eine maximale Sterblichkeit innerhalb einer kurzen Zeit zu erreichen und dann harmlos zu werden. Verdammt! Wo kam das Virus her? Ich habe von einer neuen Generation Ebola-Virus gehört, die auf diesem Virus basiert. Sie wurden vor dem Krieg entwickelt. Lass mich mal durch hier. Danke. Ich will meine scheiß Waffe wieder haben. Und dann will ich mir Lesnitsky und Pavel schnappen. Alter! Das sind unschuldige, verdammte Scheiße. Weiß gar nicht, wo ich hin muss. Weitergehen, du kannst hier nicht bleiben. Ja, Artyom, ich bin hier. Ich bin sehr, sehr froh zu hören, dass es dir, Artyom, und Anna gut geht. Khan. Wir können es uns zurzeit nicht leisten, krank zu sein. Der Schwarze, nach dem wir suchen, könnte wirklich der Letzte sein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Gehen wir. Alter, ich bin so froh, den zu sehen. Um ihr Insulin zu holen, sonst wird sie sterben. Sie können hier welches kaufen. Ich kann sie nicht geben. Verdammt, bin ich froh, dich zu sehen. Wie sollen wir etwas kaufen, wenn alles, was wir kaufen? Dankeschön. Männer haben ganz klar nicht erwartet, auf einen Kämpfschuss zu treffen. Tja, die Hanse konnte die Station nicht ohne Hilfe beschützen, aber sie bietet immerhin Unterschlupf für die Flüchtlinge. Und ein Krankenhaus. Vielleicht hilft ihnen das ja. Mhm. Tut mir leid. Ohne Erlaubnis geht das nicht. Da ist unser Mann. Lassen Sie den durch, ja, deine Erlaubnis. Mit Khan kommt man echt überall rein, das ist so geil einfach. Den kennt auch jeder. Ich denke, du solltest dich mit Filtern und Munition ausstatten. Denke ich auch. So viel passt da nicht rein. Warum haben die überhaupt gekämpft? Hey Ranger, wie wäre es mit etwas Munition? Das Wo krieg ich denn? Ach, bei ihm. Ah, die verkaufen gar nicht. Was ist denn das hier? Automatikadapter. Diese Modifikation ermöglicht es, mit der LOL-Life vollautomatisch zu schießen. Das macht aus der Pistole im Wesentlichen eine Maschinenpistole. Das wollen wir aber bei der nicht. Das ist ja unsere Stealth-Waffe. Aber hier können wir bestimmt ein Laser visieren. Naja, hey, komm, immerhin. Nein, den Schalldämpfer haben wir ja drauf. Und ich hätte gern das Reflexvisier, ja genau. Ich überlege, ob wir da den Schalldämpfer abmachen. Nee, lassen wir mal drauf. Ärger mich sonst wieder. Artyom,
Beachte die Gelder, die die Hanse für diese Quarantäne ausgibt. Mhm. Und im Allgemeinen sind die sehr zurückhaltend mit ihrem Geld. Vielleicht wollen die bei den Verhandlungen in der Polis einen zusätzlichen Trumpf aus. Ich will die Knarre. Viel Glück in den Tunnels, Ranger. Alter. Ich meine, danke. Sesam, öffne dich. Zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort hätte sich alles geändert. Doch es gibt nur das Jetzt und nur die Metro für uns. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Ich muss mich beeilen und den Schwarzen einholen. Anna muss ihrem Vater sagen, was Korbut und Mosquin machen. Alles andere ist ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Alles klar. Verkehr nach draußen! Aufmachen! Bald werden sich die Anführer von Hanse, Roter Linie und Reich in der Polis treffen. Sie erhoffen sich eine friedliche Lösung bezüglich D6. Aber ich kenne die Natur des Menschen nur zu gut, Artyom. Der Krieg ist ebenso gewiss wie der Einbruch der Nacht. Es sei denn, ein Wunder geschieht. Okay. Kommen Sie durch. Vielleicht bringt der Schwarze ja das Wunder. Ob es so ist und was wir da hinten sehen werden, seht ihr in der nächsten Folge von Metro. Bis dahin, macht's gut. Geiles Game.